Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Moonquest mit der Chico und dem Simon. What? Dein Hut. Dein Hut. Ach so. Simon. Hast du verstanden? Weißt du, was ich meine? Na ja, klar. Okay, ja, ich mach ihn aus. Ja. Nein, hier, welchen nehmen wir denn? Ich will mal was Stylisches. Ey, guck, ich hab noch was übel Stylisches gefunden. By the way, hier, der da. Oh, Handpumpel. Naja, nicht so wirklich absolut stylisch. Absolut stylisch. Oh, man. Ja, nehme ich doch hier mein Walkin-Head. Ups. Nee, hab ich ihn jetzt? Zack. Nee. Ja, hab ich. Weißt schon, jetzt so ein Schaf zum Reiten, das wäre voll episch. Nein, ein Pferd wäre natürlich übelst cool. Wir haben Pferde. Wir müssen nur welche finden, mein Lieber. Ja, aber das ist das Problem an dieser. Ja, aber vielleicht finden wir die irgendwann vom Airship aus dann so. Ja, das wäre cool. Vom Luftschiff. Airship. So. Wohin mit den Schafen? Hast du schon? Ja, habe ich. Oh, verdammt, das wollte ich doch tun. Ja, zu langsam. Ja. Definitiv. Ja, grab du mal ab. Das ist echt cool. Da kann man richtig fix einfach mal die ganze Welt terraformen. Abbauen. Ja. Gut, dann. Packt sich jetzt. Warte mal, ich mach mal. Ich hab hier. Zaun an der Kante. Achso, bestimmt, genau. Warte, dann mache ich es hier zwei hoch, dann hüpfen sie hier nicht raus. Die kleinen Süßen. Hm? So, dann machen wir es doch. Ich kann mal gerade hier. So. So. Sieht doch perfekt aus. Sah schon immer so. Wer? Naja, fast. So. Entschuldigung. Heieiei. Weil es endlich PvP ausstellen, verdammt. Ja, stimmt. Tut mir leid. Nicht mein Ding, denn du musst drunter leiden. Obwohl, nicht auch. Au. Stimmt. Hey. Hey. Nur ich muss drunter leiden. Stimme ich dir voll zu. Lass mich raten, du hast kein Tor gemacht. Oh, tatsächlich. Mann, bin ich gut. Verdammt. Und blub. Blub. Und? Blub. Blop, blop. Was wollen die? Ach, die wollen Weizen haben zum Essen, genau. Was? Nee, die wollen doch Gras. Nein, Weizen. Die müssen sich vermehren. Aber mehret euch. Mit Weizen? Bist du das ja, mit Weizen. Das ziemlich sogar. Das try ich. Das will ich wissen. Komm her. Aber mal eben, was fällt hier auf? Oh, tatsächlich. Und macht. Fiki, fiki. Oh yeah. Süß. Tierpornos. Ja. Oh je. Oh, voll der Riesenkopf hat das kleine Schaf, Mann. Das hat, ja, schon, so, das hat schon so einen großen Kopf wie das große. Das müsste eigentlich voll den Kopf immer auf dem Boden entlang ziehen. Halber Genickbruch durch diesen Kopf. Ja, genau. So, hast du das Feld? Ich tu mal noch nachsamen. Ich hab Feld. Ich hab ich nicht? Komplett? Naja. Ja, naja. Dann halt nicht. Nicht ganz, doch überwiegend. Immerhin. Fast. Oh. So, ein paar Braute, gut. Vier Stück. Perfekt. Das dachte ich schon, ich hab's kaputt gemacht. Hier, da, da habe ich auch noch ein bisschen. Ich habe auch noch vier Brote. Hast du, hast du noch mal eine Schere gemacht, oder? Nope. Aber wir müssten doch irgendwo schon fertiges Eisen haben. Hier oben, ja. Stimmt. Ich mach fix. Okay. Dann räume ich mal meine Kiste auf. Schnipp, Schnipp, Schere. So. Nee, wo war das hier? Da. Dann gehe ich mal geschwind Schafe scheren. Mhm. Hihi, Nacke Dice. So. Hauptsache, du hast Spaß. Ja, extrem. Eigentlich hätte ich sie erst jetzt vermehren lassen sollen, weil jetzt wäre es ja so richtig Porno gewesen. Ich meine, kommst du mal fix ins Bad schauen? Ja, Moment. Okay. Okay, jetzt kann ich. Alles klar.
Pass mal auf. Nur damit du siehst, wie nervig das ist. Oh. Mhm. Hopp. Okay. Ich hab noch ein paar. Okay, jetzt habe ich keinen mehr. Ich wollte mal nur eben loswerden. Ich verbrauche noch nur Platz im Inventar. Ja, schon. Fand war ich grad... Was rein? Praktisch gesehen. Ja, ja, genau, richtig. Ich auch. Nee, finde ich lustig, dass du da die Leute wieder rausholen kannst. Aus dem Bettchen. Wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. So, warte. Zack, zack, zack. Gib mir deine Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Kannst du Wolle in die... Wolle, Wolle, hier. Mischmaschkiste hier. In welche Mischmasch? Ach, die hier. Hier, die. Hier. Da, hier. Da ist die Wolle drin. So. Prima. Kann ich das jetzt so reparieren? Tatsächlich. Das ist ja mal cool. Okay. Nehme ich mal mit und so. Oh, süß. Das kleine Schaf hat Mehl gemacht. Boah, ich könnte schon wieder scheren, hey. Das hat aber hier einen Haarwuchs. Ja, Gott sei Dank. Na, das ist nicht feierlich hier. Kann ich das kleine auch scheren? Nee, kann ich nicht. Nee, nee, nur die großen. Oh, gab nur eine Wolle. Wolle, nur eine Wolle? Naja, ich räume sie dann weg. Oder brauchen wir sie gerade schon? Sind wir schon am Bauen? Ich brauche sie gerade schon, ja, ja, ja. Ach so. Ja. Bist du schon am Zusammenballonen? Ja, ich habe schon... Und, aber da ich ja auch die dann von und zu Joxcast verfolge, werden wir wahrscheinlich 2 Luftschiffe machen müssen für jeden einen, weil man gerne, wenn man 2 Sitze auf einem Luftschiff hat, als Beifahrer gerne rausploppt. Und wenn man so über den Boden schwebt, so ein paar hundert Meter über dem Boden und dann rausploppt, ist nicht so geil. Ach komm, doch, natürlich. Du bist Beifahrer, definitiv. Ja. Ja, so. Ja. Nein, ich will mein eigenes Luftschiff. Ich hab... Ich vertraue dir nicht so. Ey. Doch, natürlich vertraue ich dir so. Wo kriegt man natürlich denn Strings her? Richtig ruhig aus. Strings. Eigentlich, wir könnten mal einen Minenschacht finden. Das wäre mal richtig cool. Ja, das stimmt. Da hätten wir mal genügend Strings. Oh mein Gott, ich kann voll der Farmer werden hier. Hey. Und ein Spinnenspawner. Wenn wir einen Spinnenspawner finden, wir können die ja mit der Force French abbauen und unsere Spinnenfarm bauen. Ja, das wäre natürlich stylisch, aber wahrscheinlich, bis wir einen finden, brauchen wir das Zeug wahrscheinlich schon 3-mal wieder nicht mehr. Ja, das kann sehr gut sein. So wie des Öfteren, ne? Oh, was wir mal... können wir das? Nein. Ach, schon gut. Vergiss, was ich gesagt habe. Brauchst du immer noch Wolle? Ja, klar. Ich brauche unendlich viel Wolle. Unendlich viel. Na dann, hinter dir. Unendlich. Hinter dir ist hier rausgeploppt. Yeehaw. So, ich tue mal hier noch ein bisschen mein Zeug leer. Wo haben wir denn Gold? Hier haben wir Gold. Ich habe gerade tolle Musik. Ich habe einen gelben Ofen. Einen gelben Ofen. Yay, der sieht ja mal Black Forest Wounds. Was kann der? Er kann brenne. Also die Vorteile von dem Force-Ofen sind ganz einfach. Und zwar demonstriere ich das mal eben kurz mit am besten. Ich habe Don't Know hier. Nein. Irgendwas, was man brennen kann. Sticks hier, guck mal, Sticks. Und zwar, ein Stick ist ja ein halbes Mal irgendwas brennen, ne? Ja. So, jetzt tue ich da 3 Sticks rein. Ja. Und möchte gerne, sagen wir mal, einen Cobblestone brennen. Cobblestone. Ja. So. Oh, das funktioniert sogar. Halt. Wir können... Ups, tut mir leid. Und zwar, genau, jetzt siehst du schon das, was ich dir sagen wollte. Und zwar mit dem gelben Pfeilchen siehst du dieses Fuel, also quasi das Brennmaterial. Ja. Wenn du also irgendwas raustust, verbrennt es nicht weiter so wie Kohle, sondern bleibt einfach stehen. Ah, okay, alles klar. Und das Ding ist, glaube ich, 25%. Also du kannst ja normalerweise mit einer Kohle 8 Sachen brennen. Ja. Und mit dem Force Furnace kannst du 10 Sachen brennen mit einer Kohle. Kuhu. Also ziemlich effektiv das Teil. Alles klar, das heißt, das Ganze ist einfach stylisch. Ja, und wie gesagt, mit diesen Experience-Dingern kannst du es noch upgraden zu so einem Grinding-Ofen oder zu so einem Mega-Speed-Ultra-Ofen und so, aber dafür brauchen wir ganz viel Force und Force müssen wir uns erst noch irgendwie... Erforcen, ne? Ja. Ja, deswegen Luftschiff und so. Ja, einziger Nachteil ist, dass das Force in der Luft nicht so forst, ne? Da war was. Ja, aber wir können mit dem Luftschiff dann weiterfliegen, quasi. Ja, wohin? Genau. So, dass weit wir, weg, so, dass wir... Sag mal, können wir so ein riesen Luftschiff bauen, damit wir unseren Ofen hier mitnehmen können? Ich denke,
Ich muss das testen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man Kisten, aber ich glaube, man kann Kisten auf einem Luftboot halt verstauen, dass wir das ganze Ding einfach ja in eine Kiste packen und dann mitnehmen. Ja. Und dann wieder aufbauen. Genau. Dann werden wir voll zu Pilger, Wanderer. Ja. So was in der Art. Wollte ich nämlich direkt mal ausprobieren. Ich habe jetzt 4 Air Balloons. Ja, jetzt wird's spannend. Jetzt wird Noch es. 3 weitere bauen, das ist schon mal gut. Ich Zack. hole mir noch mal was zu essen, so lang. Irgendwie bin Hast du ich. noch Wolle? Ja, warte, vielleicht. Ich guck mal, was unsere. Machen wir jetzt auch Ja, nochmal ja. Schere ein paar. Ich schere. Komm her. Siep. Und siep. Ja, die haben echt einen Haarwuchs hier. 3 Wolle habe ich noch mal. Prima. Ich guck gerade mal noch, ob die schon wieder willig sind. Oh, ja, die sind schon wieder. Oh, ja. Mein Gott, hier geht schon wieder die Post ab. Wahoo! Boah. Wenn so ein kleines Schaf frisst, dann hat es wirklich einen Genickbruch. Da verschwindet ja voll der Kopf hier. Olle. Warte, hier, so. Olle. Ja. Danke. Mäh. Mäh. Tschüss. Wahoo. Ja, Mann, die drücken halt mal. Oh, super. Voll gewachsen hier vor mir. Also, Ich jetzt baue ich hab erstmal noch mal den 3 Wolle. Prototypen. Stopp, stopp. Ah, ja, juhu. Oh Mann, ich kann es nicht über den Zaun schmeißen. So. 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 Danke sehr. Bitte sehr. Oh, jetzt haben wir schon 3 große Schafe. Immer. Und 13 Air-Balloons. So, ich werde jetzt Holz schnappen, dann brauche ich einen Flugschiff-Prototypen. Okay. Aus Holz. Ja. Wieso nicht? Oh, wo So. baue ich denn hin? Hier oben hin. Da. Wäre cool, wenn man so ein Riesenluftschiff. Wie groß kann man denn das maximal machen? Maximal unendlich, glaube ich. Muss halt immer die gleiche Anzahl, also die, ne? Ja, 40% Luftballons haben. Luftballons. Luftballons. Luftballons! So. Ja. Das ist die einzige Schwierigkeit. Ja, Weil das Ding natürlich irgendwann riesengroß wird. aber so schwer ist das gar nicht. Eigentlich nicht, ne? So, und natürlich darf das Schiff nicht an irgendwas ranpappen. Deswegen baue ich jetzt mal hier oben das Ding. Doch, Ich. da. Ha. 3, 4, So. 5, 6, 7, 8. Nun schaut Chicos Luftschiff beim Bauen zu. Da. Es müsste jetzt eigentlich im Das ist Zeitraffer geschehen. Ja. Ja, und Aha. Yay. Hast du nicht schon die mindestens 40%? Nein. Aber Das jetzt. sieht so geil aus gerade irgendwie. Moment, ich muss mal eben hochbauen. Echt, braucht man Auf so jeden Fall noch viel? mehr. Ja, 40% eben. Das sind jetzt 9, 10, 11, 12 Blöcke und 13 Wolle und dann noch ein Block für das Was, Measurement-Dingsbums-Gauge. 13 Wolle? Ja, 13 von diesen Air-Balloons-Dingern. Ja, aber 40% sind doch. Ach so, oder wie Die sind zählen ja die noch gar denn? nicht fertig. Mensch, jetzt brauche ich mal eben dieses. Ach so, ich dachte, du nimmst das mal schwebendes, was weiß ich was. Keine Ahnung. Wie hieß der blöde Mod nochmal? Ah, Archimedes. Und sowas, ja. Soll ich dir nochmal Wolle An besorgen? die Archie. Ja, bitte. Ja, bitte. So viel wie nur irgend möglich. Ja. So, das ist die richtige. 2 Gold, 2 Eisen, Redstone und Glass-Panes. Nope. Pain! Pain. Boah, das ist so Pain. Pain in the So. ass. Oh mein Gott. Sagen die Engländer. Alles klar. Ey, die Schafe sind gerade nicht wollewillig. Oh. So Wolleproppen hier. Warst du nicht nett zu ihnen? Doch, natürlich, klar. Aber die sind ja jetzt schon zu dritt und geben immer noch 3 Wolle nur. Tja, das ist ganz schön gemein von den Schafen. Ja, schon. Aber dafür wachsen sie so schön nach.
Zup. So, gleich kommt der erste Flug mit dem Luftschiff. Oh mein Gott, Chico hebt ab. Einen Moment. So, und oh, ich zack. Muss dringend was essen. Das geht irgendwie nicht. Warum geht das nicht? Ach, Chipmarker fehlt. Oh, verdammt. Weg da. Okay. Aha. Oh mein Gott, ich habe was eingesammelt. Hier. Hey. Ja, ich gab's dir ja wieder. sollen wir noch mal? Dunkel. Ja, sollen wir noch mal kurz schlafen gehen? Ja, ich muss sowieso noch mal rein was bauen. Wolle. You can only sleep at night. Soll ich sagen, Chipmarker, Holz, Eisen. Soll ich mir auch mal so Zeug bauen hier? Hä? Wieso habe ich eigentlich kein... Okay, wieso habe ich das nicht? Habe ich das aus? Oh ja, habe ich aus. Okay, Achso, nee, war schon richtig. Was baut sie denn jetzt? Ah, Chipmarker, okay. Chipmarker. Ah ja, das ist so, ja... So, schnell ins Bettchen. Das ist ja einfach. Mhm, Prost. Prost. So, komm, so. Komm, ab in die Luft mit dir. Oh ja, oh ja, oh ja. So. Im Sonnenaufgang davonfliegen, ne? Ja, genau. Lass mich allein zurück. Oh mein Gott, du hockst ein bisschen daneben. Oh, das war nicht richtig. Oh mein Gott. Lass mich los. Es hat sich gedreht. Es hat sich bewegt. Luft. Ja, Moment. Sitz. Sitz? Ach so, ich verstehe. Ich glaube, du musst. Das stimmt doch noch nicht ganz. Ich glaube, du musst den Chipmarker nochmal drehen, platzieren, weil. Ja. Du hockst nämlich auch, immer mal, vor dem Lenkrad. Der Sitz war nicht korrekt. Der Sitz ist nur ein Passagiersitz. Im Sinne von, andere können mitfliegen. Das heißt, ich brauche den, glaube ich, gar nicht. So, Chipmarker. Das heißt, ich komme mit. Aber ich kann nicht fliegen. Du könntest ich. Aber drehen. Drehen kann ich, ja. Cool. Komm nicht auch ich. Oh Gott, du wackst immer weiter darüber. Ja, ich weiß, warte mal. Das kannst du zumindest mal. Irgendwie fliegen kann ich noch nicht. Irgendwas fehlt da noch. Vielleicht was fehlt? Sind es zu wenig Airballons. Wow. Oh mein Gott, ich glaube. Ah, oh. Ah. Flying is not enabled on the server. Tja. Oh, ah. Du bist schuld, so. Upala. Ja, da musste ich mal fix die Config umstellen. Bin ich hier ständig runter. Oh, oh. Aber. Oh, oh. Alles gut. Alles gut. Ach, alles gut. Da. Stopp ich irgendwo an, ne? Gut. Aber ich glaube, das Schiff ist jetzt verbuggt, weil es. Nee, nee. Ach, okay, bei mir steht so halb. Halb in den Blöcken drüben. Ich weiß nicht. Nee, das ist bei mir, ist es in Ordnung. Okay, alles klar. Ja, gut, dann sollte ich das wohl. Kannst du gleich direkt machen, denn wir sind schon wieder am Ende. Ja, genau, wollte ich sagen. Dann können wir das nächste Mal losfliegen. Kurz vor Abflug. Yay. Ah, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bye, bye. Ciao.